Alter! Auto. Raste mal nicht so aus. Ich dachte erst, die nachfolgenden GTA-Spiele sind so arcade-lastig. Wo man einfach, keine Ahnung, durch die Gegend fliegen kann. Mr. Whoopi, Herz. Wie als wenn er ein echter Mensch wäre. Okay, ich bin falsch gefahren. Aspiratia. Wie viele, oh Gott, wie viele Taxi-Missionen habe ich eigentlich gemacht? Ich meine, ich bekomme zwar die Meldung, aber damit ich einen Richtwert habe. Habe ja irgendwann aufgehört für diese scheiß, für diesen scheiß grünen Wagen da, den ich dann letztendlich doch versemmelt habe. Also was weiß ich? Die ganzen Gang, die haben mich halt abgeböllert. Die Wichser. Da muss ich lang. Ah. Es tut mir übrigens leid, wenn man im Stream oder auf YouTube, das ist mir aufgefallen, auf der Karte erkennt man diese roten Punkte mitunter gar nicht, weil die Qualität einfach viel zu schwammig ist. Na, ich hoffe, man erkennt es. Weil das Bild wieder kleiner gemacht, ich render nicht in so guter Qualität. Also streamen meine ich, rendern schon. Und ja, und dann bewege ich mich auch noch viel durch die Gegend hier. Und dann tut mir auch leid. Unser 6,7 Tonnen, du warst doch schon genau. Habe ich gar nicht so scheiße geschätzt, wa? Wolltest du erst so 4 Tonnen sagen? Das ist mir so, ja, das ist zu wenig. Ich glaube, als 6 Taxifahrten, ja, bekommst du eine Mitte. Nee, ich hatte mehr als 6, oder? Ich glaube, ich hatte, ich hatte sogar 2 gemacht und bei 2 hatte ich dann 6 oder so. Insgesamt hatte ich, glaube ich, mehr. Oder? Apropos Taxi. Oh. Ich wollte gerade löschen. Ich hub das aus. Die Punkte sind in GTA 3 auch noch sehr bedürftig. Achso, ja. Ja. In Vice City dann so, pff, da musst du hin. Drücke M für Karte. Wo muss man, kann man gar nicht drücken, aber trotzdem. Mit der Ausnahme, dass ich spiele die, dass ich hier die GTA 3 Reihe, sag ich mal, mit Maus und Tastatur spiele. Aber ich finde hier tatsächlich, also man kann ja hier so ein Mod runterladen, womit man quasi die PlayStation-Steuerung hat. Mit Anvisieren und so, ne, und Controller. Hoffentlich spielt das nächste GTA in Anywhere City. Spielt GTA 5 im Jahr 2013? Ja. Genau wie GTA 2. Das ist ja das Lustige irgendwie. Wo war ich jetzt? Warte. Aber ich finde irgendwie, das funktioniert hier. Du dreckiges Kackspiel. Ich finde irgendwie, hier geht das mit Maus und Tastatur besser. Aber bei den, ne, bei 4 und 5 mache ich es dann immer mit Controller. Weil es eigentlich völlig uninteressant, was ich hier labere, aber hey. Wir löschen fucking Autos. Irgendwas muss ich ja reden. So, wehe, der ist jetzt doch irgendwo unten, dann kotze ich aber. Ja, spannend. Ja, also GTA 5 auf jeden Fall. Also, geh mal im GTA-Wiki. Kannst ja mal überprüfen. Vielleicht liege ich auch falsch. Vielleicht habe ich all die Jahre Kacke gelabert. All die Jahre vor allen Dingen. Fast immer, wenn ich GTA spiele, ob privat oder im Let's Play, was so die letzten Jahre, eigentlich seit 2013, indem ich GTA 5 das erste Mal gespielt habe, eigentlich durchgehend der Fall ist. Ich habe GTA 5 gespielt, habe ich GTA 4 nachgeholt, dann habe ich ganze Dreierreihe hier nachgeholt, außer 3. Dann habe ich immer im Let's Play alle gemacht. Habe ich mich echt immer so in Phasen immer voll auf, dem GTA-Wiki und so informiert, so hat mich mal durchgeklickt durch die ganzen Sachen, das ist schon echt interessant. Vor allem, wie die halt alle so zusammenhängen, die ganzen Spiele. Und das ist jetzt irgendwie voll doof hier, wo ist denn der? Da hinten, oh mein Gott. Die Hälfte haben wir gleich, hey. Ja, 2 Spiele in 2013, hey. Und in Anywhere City. Was soll das sein? Das Komische ist ja, es gibt ja einige Städte, scheinbar wirklich, ne? Na wohl. Es gibt in GTA 5 das Lied Carry On Wayward Son von Kansas, ja, und Kansas ist eine Stadt, also muss es die in der Welt auch geben. Nein, aber in Vice City wird ja einmal gesagt, hier der Staat heißt Florida. Während aber in San Andreas der Staat zum Beispiel anders heißt. Nämlich San Andreas. Und nicht Kalifornien. Und sowas, ne? Naja. Ah, es waren wahrscheinlich noch so die Ungereimtheiten von damals, wo sie noch nicht so darüber nachgedacht haben, dass alles so sinnvoll für jedes Spiel zu machen. Warum war da gerade die Ego-Sicht? Keine Ahnung. Warum nicht? Naja. Aber ich freue mich unglaublich auf Vice City. Also, ne? Max.
spiel's auf jeden Fall durch, weil das spiele ich demnächst. Ich habe da voll Bock drauf. Ich liebe Vice City. Vor allem wegen der Musik. So. Da. 10. Ja. Ja. 9. Der ist ja schon gleich. Wollte ich schon genüsslich meinen Kakao trinken? Boah, ne, ohne Werbung zu machen, dieser Schokomehl. Kakao, der schmeckt so geil, ne? Einfach nach, der schmeckt nach, halt nach Kakao. Das kennt man gar nicht. Gönne ich mir jetzt immer jeden Donnerstag für den Stream. Ha! Obwohl. Vielleicht nicht jeden, bald bin ich pleite. Ich musste jetzt 40 Euro für eine Jacke ausgeben, die wir in unserer WhatsApp-Gruppe bestellt haben. Mit unserem Logo drauf. So, ich habe weder gesagt, dass ich sie will, noch dass ich sie nicht will eigentlich. Ich habe also gesagt, ja, warum nicht? Bevor ich zugesagt habe, jo, haben sie gleich für mich mitbestellt. Na gut. Jetzt ist es super. Mann! Jetzt ist er schon wieder irgendwo anders. Ach, fuck doch off, Alter. Fuck. Aber noch Vice City 4, Liberty und Los Santos haben es ja schon. Das stimmt. Ich hoffe wirklich, ich wünsche mir echt, dass GTA 6 einfach in Vice City am besten irgendwie 1989 oder so spielt. Einfach damit man so die volle Bandbreite der 80er hat. Das wäre richtig cool. Aber es gibt ja so ein bisschen so den Hinweis, ne? GTA 6, VI, wie weiß, ne? Fängt ja auch mit VI an, ne? Da kann man halt ein super Wortspiel draus machen. Und deswegen wäre super. Fahr ich immer zu Azuka runter. Azuka! Oh, ja. Kann kein Wort Chinesisch oder Japanisch. Japanisch noch ein bisschen. Keine Ahnung. Zählt mir nichts ein. Shime! Er ist tot. Oder, keine Ahnung, irgendwie sowas. Sayonara. Das heißt jetzt eher Spanisch an. Sayonara. Rutsch. Oder es kommt San Fierro und dann Las Venturas. Habe ich gerade gesehen, dass es geschrieben hat. GTA Vice City 95. Oh, Alter, ist der geflogen. Damit können die auch noch leben. Der fängt gar nicht an zu brennen, wa? Damit können die auch leben. 90er sind auch super, aber das wäre halt geil. Aber 80er, das ist halt, ich finde, Vice City hat so richtig geil 80er Stimmung. Du fühlst dich halt echt so, als wärst du in den 80er. Ich meine, ich bin nicht, ich habe die 80er nicht miterlebt. Ich habe nicht mal die 90er wirklich miterlebt. Aber trotzdem fühlt man sich einfach so darin versetzt. Vielleicht, weil ich auch einfach Filme und so eine Scheiße kenne. Viele. Deswegen weiß ich vielleicht etwa, wie der Hase läuft. Ja. Aber ich liebe Vice City. Tut mir leid. Vice City Römisch 95. Achso. Achso, ja gut, stimmt. Ja? V? Achso, V ist 100. C ist 100, meine ich, und V ist 5, so. Ja, ja. Gerade gewundert, hey. V ist 90, hey. Voll verwirrt. 4 Stück noch, dann haben wir's schon. Piep, piep. Oder ist LXCV? Weiß nicht. Ja, wenn V100 ist, dann. Ach, keine Ahnung. LX, LC wäre schon wieder Liberty City. Liberty. City. Weiß. Liberty City weiß. Geil. Einfach so ein Hybrid. Paralleluniversum. Nein. XCV. Hä? Achso. C ist quasi 50. Oder so. Zehn vor 100 gleich 90 plus 5. Ah. Boah, Alter. So war ich kann es die römischen Zahlen leider doch nicht. Denn, weißt du, wenn ich den mal brauche, dann google ich einfach und fertig. Vorletzter Wagen! C ist 100. Okay.
Können wir doch aber auch VVC machen, wieder. Was dann quasi wieder... Italia, Centro, La Centros oder so. Hör auf, fremde Sprachen zu können. Außer Englisch. Englisch ist okay. Ich habe so viel Geld. 1000 ist M, das weiß ich auch. MMXVI. Ist 2016. Ja, VC wäre kürzer. Aber auch langweiliger. Muss man halt mal sagen, ne? Letzter Wagen, den ich löschen muss. Das war der geschmeidigste Drift. Das heißt ein FD, LC. Ach, Fire Department Liberty City. Nicht LC, FD. Gut. Wenn der jetzt oben drauf gewesen wäre, ne? Ich hätte gekotzt. Oh. Habe ich jetzt eine Belohnung gekriegt? Ich habe gar nicht die Info bekommen, dass hier was ist, ne? Ich steig mal aus. Wollen wir ein bisschen beenden. Oh, Paket. Ja. Fahr ein bisschen, dann spreche ich da hin. Oh. Kannst das Spritzen übrigens mit der Kamera kontrollieren. Ach so. Das kann sein. Warum parke ich so weit hinten? Ich Affe! Ich die Belohnung erst nach 61. Ich wusste nicht mehr genau, wie es jetzt beim ersten damals war. Aber gut. Dann habe ich es ja soweit, ne? Gut. Schaffe ich das? Claude ist einfach zu fett. Boah, ich hasse, dass er immer so komisch an der Wand abprallt, ne? Der Junge. Fuck. Ach, egal. Kack auf das Ding. Für den hier. Push it to the limit. Bäh. Wow, geht die Karre ab. Boah, da muss man immer hochfahren, warte. Da kann ich... Warte mal, da war vor... Alter, das war ein Baseball... Da komm ich da rein? Nee, ne? Warum haben sie es dann animiert da hinten, wenn man da eh nicht reinkommt? Wahrscheinlich für das Flugzeug. Boah, jetzt habe ich ja fast schon das Bedürfnis, mal eben so einen Flugcheat zu probieren, ne? Ist ja cool. Vielleicht komme ich doch rein, ich bin zu dumm. Warte mal. Das, meine lieben Freunde, ja? Das muss jetzt ausprobiert werden. Hier, Daxi, du bist auch schnell, ne? Hihi, hihi. Schade, kommen wir nur mit dem Dodo. Da glaube ich nicht dran. Woran Claude wohl gestorben sein wird. Okay, der Taxi ist richtig lahm. Ich hatte es ihm gerade schnell in Erinnerung. Oh. Ich stapel einfach die Autos hier. Guter Plan. Mal etwas cheaten. 1-1! Ja, hab schon verstanden, warte. Okay, das ist, ich habe viel zu wenig Speed. Claude Speed, haha. In 100 Streams. Hätte sie gesagt, in 11 Streams, dann wäre es lustiger gewesen. War das jetzt vielleicht sogar gepasst? Geil. Ach komm, fuck drauf, ey. Muss das Spiel doch durchspielen. Woo! Ich sterbe. Ich sterbe nicht. Ich sterbe. Ich sterbe nicht. So, was machen wir denn jetzt? Schönes, feines. Ein paar Leute abschießen. Nein. So. Abspeichern. Ja, das könnte ich tatsächlich mal machen. Oh, ich bin hier direkt beim Telefon, Mann. Oh, das ist sowieso in der Nähe, sehe ich gerade. Na dann. Machen wir Telefon, Mann, als nächstes vielleicht. Meine Polizei ist jetzt so... Pff, das ist nochmal die gleiche Rotze. Jetzt mal ein bisschen Abwechslung. Mr. Andrew Allen. Telefonanbieter. Telefonmann ist das, Mann.
Mann, 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 Mann. So, im Sidewalk hier rein, ja. Die Abrechnung. Habe ich jetzt mal geguckt, wie viel... Ne, habe ich nicht, ne, weil der Stream so, weil das Spiel so abgeschmiert ist. Habe ich nicht Prozentanzahlen geguckt. Das will ich gerade mal machen. 40 schon. Man muss auch berechnen, dass ich nicht 100 mache. Haha. Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent bringen die Monster Suns und die Päckchen. Das sind ja im Idealfall die einzigen beiden Sachen, die ich nicht mache. Ich bin auch ein bisschen Taxi. Ja, das kann man auch machen. Ne? Wir haben noch nicht mal eine Stunde rum? Echt nicht. Krass. Kommt der Stream schon so lange vor irgendwie? Umso besser, ne? Kann ich noch viel machen. Ich habe schon Kenji abgeschlossen. Ich habe schon Feuerwehrwagen abgeschlossen. In einer Stunde. Passt. Ich habe übrigens privat mit Knights of the Old Republic angefangen. Ist interessant, die Steuerung. Nehmen wir es so. Aber auch ganz cool. Bling, bling. Bling, bling sind 1000 Dollar, merken wir uns das. Ist dir so langweilig mit uns drei Viewern? Ja. Nee, ich weiß nicht. Irgendwie kam mir das schon so relativ lang vor. Weil halt, wahrscheinlich, weil ich schon so erstaunlich viel geschafft habe. Sonst, was ich heute so geschafft habe, dauert sonst so halt die 200 Stunden, ne? Weil ich euch einfach heute früher auf. Nein, tue ich nicht. Morgen gehe ich essen mit meiner Oma und gebe ich ihr Rayman zurück. Nein, tue ich nicht. Und meinem Cousin. Also, ich bin nicht alleine. Ich muss es nicht alleine ausstehen. Gibt es eine natürliche Seite zwischen Pi und E liegt? Fuck off! Oh, warte mal. Pi? Was muss ich jetzt machen? Ich bin nicht aufgepasst. Ah, okay. Ich hätte mir schnell den Wagen. Lol. Warte mal, Pi ist 3,14159265358973923. LOL! Ja, ich auch mit meinem Cousin. Ist ja interessant. Mit Andy, den man ja kennen könnte. Ich weiß gar nicht, ob sein Bruder auch kommt. Nicht, dass ich was gegen hätte, aber ich weiß es einfach nur nicht. Deswegen habe ich so geguckt. Weil der ist ja ein krasser Student, ey. Der studiert Maschinenbau. Und Tim studiert jetzt auch. Biochemie. Ja, alle bekloppt, ey. Oh Gott. 1 von 15. Juwel. Juwel. Woo! Das war richtig scheiße, was ich mir im Kopf gelegt habe. Das war's. GG, well played. Mathe. Obwohl, Mathe geht ja noch. Muss ich als erster eigentlich alle 15 Jackpoints hier durchböllern? Oder wie funktioniert der Spaß hier? Ja, ne? Die meisten Checkpoints. Ah, das hast du bei mir geschrieben. Ach so. Ach so, die gehen... Ah, ich hab's verstanden, okay. Also mein Cousin, der Bruder von Andy. Andy kennt man... Der war ja öfter mal mit Videos dabei und so, ne? Sein Bruder studiert halt Maschinenbau. Und Tim, den ich einfach mal als meinen besten Kumpel titulieren würde, auch wenn ich mit ihm irgendwie schon vor lang nichts mehr gemacht habe, der studiert jetzt Biochemie. Und ich? Ich habe ein Praktikum. Boah, ihr Huren, ey. Das war mal gut hier. Ich mag die E-Gitarre. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Essen gehen. Ach, irgendwas wollte ich gerade sagen. Mann. Scheiße.
hab's vergessen. Wenn ich den Checkpoint da hinten jetzt geschnappt habe, können die sich den wieder easy holen. Das ist doch richtig unfair. Insgesamt 15 und braucht den meisten davon. Ich kann natürlich auch einfach mal... Was ist da gerade... Was ist da gerade passiert? Biomatte. Achso, Pi waren wir, ne? Also Pi ist 3,14159265358979338 und E war die Eulersche Zahl. Ach, deine Mutter, ey. Die klauen mir die Checkpoints vor der Nase weg, ne? Das ist richtig übel. Das ist so unfair. Das ist so unfair. Lol. Bisschen spannend.